Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar den zweiten Teil von Ratchet und Clank. Lange hat es gedauert, den ersten habe ich ja vor einer Ewigkeit gemacht. Und jetzt habe ich endlich Zeit gefunden, mir mal den zweiten Teil zu widmen. Weil ich habe ja, wie gesagt, auch viele, viele andere Projekte. Und wollte ja natürlich nicht die Ratchet und Clank-Teile hintereinander weghauen. Ich weiß, da gibt es noch mega viele Teile. Und die werden alle auch noch kommen, aber eben nicht hintereinander weg oder so. Da wird es immer ein bisschen Zeit geben zwischen. Der Teil wird ja jetzt auch eine Weile dauern. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch. Ja, jetzt schaltet es hier schon alleine um. Wir gucken mal die Einstellung. Na, Vibration, nee, Vibration kann aus. Sprache ist ja dann, ist ja schon Deutsch. Was wollte ich noch sagen? Ich hoffe, ihr freut euch drauf, genauso wie ich. Ich werde bestimmt viel Spaß haben. Und ich denke mal, ich werde wieder alles vergessen haben, weil das ist eine Ewigkeit her, wo ich den mal gespielt habe. Ich glaube, ich habe den gespielt, wo die HD-Reihe rauskam für die PS3. Ja, dann fangen wir mal an mit dem Abenteuer, und ich hoffe, ihr freut euch. Und ja, Spiel starten. Ach ja, Speicherpunkt. Ja, den könnt ihr überschreiben. Ich hatte es vorhin schon mal gestartet. Hab dann schon den Speicherpunkt angelegt gehabt. Willkommen bei Moderne Helden. Hatte aber Heute vergessen, das geht es um Mikro das Duo, anzumachen. das Frieden und Ordnung in unserer Galaxie wiederhergestellt hat: Ratchet und Clank. Erzählen Sie uns doch bitte etwas von Ihren neuesten haarsträubenden Abenteuern. Wie Sie sich vorstellen können, hatten wir einiges zu tun. Nach dem Sieg über Drake gab es Paraden, Pressekonferenzen, Festakte. Und Würstchen essen bei R. Ach ja, das. Und dann wurde es wieder etwas ruhiger. Danach waren wir. Also. Bei der Eröffnung der Öloase. Genau. Das war letzte Woche. Vor 6 Monaten. Wir haben immer noch viel zu tun, aber eher im häuslichen Bereich. Gestern habe ich meinen Radiator geputzt. Anscheinend besteht wohl kein Bedarf an Helden. Miss Noodlebottom, ich habe ihn gefunden. Was zum. Abercrombie Fistfidget, Gründer der Megacorp in der Bogon-Galaxie. Bogon? Tut mir leid, euch Unannehmlichkeiten zu machen, aber unsere Galaxie befindet sich in einer verwickelten Lage. Ich muss euch um Hilfe in einer Angelegenheit dringendster Dringbarkeit bitten. Es geht um einen äußerlich gefeierbaren Einsatz von unglaubhafter Schrecklichkeit. Was redet der da? Also, ich soll zu einem gefährlichen Einsatz in eine andere Galaxie. Unbestritten! Vor einigen Tagen wurde dieses geheime biologische Experiment aus unserem Labor gestohlen. Und zwar von einem kaltblütiglichen Meisterdieb. Und du musst das Experiment zurückbringen. Machen wir. Ach, wir? Crank, mit deiner Zögerlichung habe ich gerechnet. Und ich möchte dir einen Vorschlag hinterbieten. Wir machen dich zum obersten Buchführhalter der Megacorp. Du kriegst eine Penthouse-Suite in Megapolis. Und unsere topmoderne Robomasseuse. Okay. Und du, Ratchet, du musst in absoluter Bestform sein. Auf dem Weg nach Bogon wirst du ein schweres Training unterwandern. Kampfsport, schwere Waffen, Überlebenstraining, Tarnung, Stricken, Standardtänze und Origami. Mittels bipolarer Vektorverdauung haben wir erfahren, dass sich der Dieb auf einer Flugbasis in Sektor 7 aufhält. Schleicht euch dort ein und berafft mir das Experiment. Sir, bereit zum Start. Und auf geht's schon wieder in die Galaxie hier. Ach, das ist so geil. Hab so Bock drauf. Yay. Hier spricht Ratchet. Ich nähere mich den Koordinaten 37 Alpha. Viel Glück. Ich zähle auf euch. Verstanden. Funkstelle wird eingeleitet. Ah, und es geht wohl erstmal. Moment. Moment, ich muss mal.
Hier stimmt da was mit der Steuerung nicht. Die ist von Hause aus verkehrt rum. Kamera meine ich. Auf normal. Nee. Dann muss sie wahrscheinlich so sein. Testen wir mal. Rechts, links, hoch und da. Ja, jetzt ist sie richtig. Ja, die Musik sollte ich mal noch ein bisschen anpassen. Sorry, wenn das beim ersten Part hier ein bisschen... wo haben wir denn jetzt die Musik? Audio. So. Nimm mal das mal ein bisschen runter und das hier noch ein bisschen. Muss ja jetzt nicht so laut sein. So passt es, glaube ich. Ja. So, muss ich nochmal gucken. Ah, hier habe ich meinen Schlüssel, okay. Hier springe ich. Jetzt muss ich nur nochmal, hier kann ich, okay. Ui. Nein. Was mache ich? Boah, jetzt dachte ich gerade, ich habe mich da festgebackt. Okay. Wir gehen das mal an. Halte die Dreiecktaste gedrückt und wähle das gewünschte Symbol mit dem linken Analogstick. Aha. Ah, hier haben wir den Lenzer und die Gravibombe. Okay. Drücke die Kreistaste, um den Lancer abzufeuern. Ja, dazu müsste ich aber erstmal, kann ich nicht anvisieren? Ah ja. Hilfe! Ja, man sieht, ich habe es lange nicht gespielt. Aber es... wird schon wieder, es wird besser, denke ich mal. Und Moment, ich konnte doch irgendwie... hier haben wir noch Kisten. Nein, wie habe ich denn eigentlich... Ah ja. Springen und... Bumm. Wir werden alle weggeballert hier. Keine Chance. Cool. So. Moment. Und Hack. Ja, und die, diese Teile hier, das ist unsere Währung. Weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißen nochmal. Kann man nicht hier... Das hier... Konnte man nicht hier auch einiges andere noch kaputt machen? Ich habe das so in Erinnerung irgendwie. Gab es ja immer viele Sachen, die man kaputt machen konnte. Und dann gab es da extra... Aber hier scheint es nicht zu sein. So, hier hätten wir noch ein bisschen Leben. Du verfügst über maximale Gesundheit. Du brauchst das Nanotech also nicht. Ja, auch schön, dass einem hier das so gesagt wird. Geh weg. Komm mir gar nicht zu nah rein. Alle zerstört. Und der erste Part, den werde ich mal ein bisschen... die Parts, ja. Wie lang werden die sein? Ich würde mal sagen, so an die 20 Minuten. Zwischen 15 und 20 Minuten, ja, dürfte passen, ne? Ich glaube, nur in 15 Minuten, da würde man nicht so viel schaffen. Halt. Ist hier noch was? Sieht nicht so aus. Ah, doch, hier sind noch Kisten. Und ich versuche hier natürlich auch wieder alles mitzunehmen. So. Ich habe so ein Gefühl, dass ich das Ding auch mal nutzen sollte.
Versuche, die Gravitationsbombe bei diesen Gegnern anzuwenden. Ah ja, als wenn man es geahnt hätte, ne? Da. So, aber ich wechsle mal wieder auf. Und ihr seht hier, der Strich da, der gelbe, das bedeutet nicht, dass sie immer mehr kaputt geht, das bedeutet, dass sie levelt. Ne? Also die Waffen leveln hier, die werden dann mit der Zeit stärker. Meine Sicherheitskräfte sind wohl etwas veraltet. Wow, hey, nein, 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 ich bin nur hier, um den Transfluxor zu reparieren. Netter Versuch. Beste Wünsche an die Megacorp. Mach den fertig. Da komm mal her. Oh. Kann sich hier auch so schön drehen. So. Alles klar, aber wir haben ganz schön Leben verloren. Zurück komme ich jetzt nicht mehr, ne? Verdammt. So, kann ich hier noch was kaputt machen? Ah, hier hinten haben wir noch Munition. Na, dann hoffe ich mal, dass ich das überlebe. Darf man echt sich nicht, aber wir haben ein bisschen Leben zurückgekriegt. Yay. So, ich glaube, wir müssen hier rein. Und hier ist auch unser Leben gewesen. Die Halsabschneider. Wir schlagen alles kurz und klein. Sehr schön. Ich hätte großes Interesse an Ihren Diensten. Sie bringen das Geld, wir bringen die Gewalt. Gut. Sorgen Sie dafür, dass Ihre besten Männer zu diesen Koordinaten kommen. So, ich werde natürlich den Nanotech ersten Part... Erlauben. Gesundheit verbessert. Genau. Okay, die Truppe, die war jetzt nicht gerade effizient, aber hier haben wir noch Kisten. Ja, wenn das so locker von der Hand geht, dann macht das auch wieder richtig Spaß. Aber ich glaube später, also soweit ich mich erinnern kann, stirbt man hier auch das ein oder andere Mal. Also ist jetzt nicht so... Oh, hier hinten ist nichts. Okay. Na, 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 na. Geht weg. Da hätten wir nochmal Leben. Noch ein bisschen was... Oh, da kommen aber wieder... Ui. Das für Bomben? Anscheinend nicht gut genug. Ich muss bloß wieder ein bisschen reinkommen. Also noch bin ich... Irgendwie hatte ich das Gefühl... Warte mal, ach, da kann ich dann so... Ja, so war das nochmal. Hier kann ich dann persönlich anvisieren und hier... ja, macht da gar nichts. Okay. So, okay. Dann mal weiter. Boah, ich rase hier einfach rein. Konnte man hier nicht irgendetwas... Ah ja. Hier haben wir schon mal was. Was wir kaputt machen konnten, die Lampen. So.
Aber man konnte ja immer irgendetwas kaputt machen. Und alles Orbs, die wir hier mitkrallen können. Umso mehr Orbs, umso besser. Ne? Davon muss man später ja die Ausrüstung kaufen, alles. Oh oh. Das ging ja nochmal gerade so gut. Melde mich zum Dienst, Sir. Unglaublich. Hätte nicht gedacht, dass du dich meldest, so schnell. Es gab da ein kleines Problem. Der Dieb ist mit dem Experiment entkommen und ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Keine Sorge, ich habe soeben eine ausschussreiche Informatierung erhalten. Haben Sie Karten für diesen Quadranten der Galaxie? Aber sicher doch, mein Herr. Wir haben galaktische Karten, 3D-Karten, Faltkarten, Karten zum Ausschneiden und zu den Häusern der Stars. Ach, jetzt habe ich meine Brieftasche vergessen. Könntet ihr euch darum kümmern? Abwehrsystem deaktiviert. Ey, ihr Wechselgeld! Ansicht der Karte. Drücke die Select-Taste oder die R3-Taste. Aha. Hier können wir dann auch sehen, wenn wir irgendwas noch nicht untersucht haben. Ja, genau. Cool. Unser erster Planet. Yay. Ist das wieder geil. So, und hier haben wir... hier. Das war ja hier, wo man kaufen konnte. Stimmt. Munition. Hier könnten wir die ersten beiden Waffen kaufen, aber da haben wir noch nicht genug Kohle. Also schaue ich mich erstmal hier um. Wir könnten also da hinten lang. Hier könnten wir lang. Okay. So, die eine Waffe, die hätten wir schon zusammen. Da oben ist auch noch was. Wenn ich das richtig sehe. Ja, da oben. Die Frage ist jetzt, wo ich als erstes lang gehen möchte. Darunter. Oder hier lang. Aber ich würde sagen, das reicht für den ersten Part. Eigentlich. Ich gehe mal kurz gucken, wo es hier lang geht. Ah ja, sehr morastig. Oh, was sind das da hinten für Viecher? Aber ist ja egal, die machen wir alle platt. Gib mir die Kisten! So, na gut. Geh nochmal zurück. Und sage an der Stelle, ich hoffe, ihr, euch hat es gefallen, der erste Part. Und seid begeisternswert. Du musst erst die richtigen Koordinaten herausfinden, bevor du auf einen neuen Planeten reist. Wollte ich doch gar nicht. Das weiß ich übrigens noch. Und nehmen uns dann beim nächsten Part dann diesen Planeten vor. Und sagen an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ratchet und Clank 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.